vor tausenden von Jahren versuchten, die nächste Mal die gesamte Menschheit auszulöschen. In ihnen steckte das Blut von Onikron, dem unbarmherzigen König, der zweimal Plage über diesen Planeten gebracht hat. Und jetzt selbst Jahre nach seiner Untergang bringen seine Nachkommen Unheil über diese Welt. Wäre es nicht gerecht, so als ein Übel zu besiegen? Schau mich an und sag mir, dass ich falsch liege. Ich bin kein Produkt der Boshaftigkeit, sondern der Verzweiflung. Ich bin ein Hilferuf der Menschheit. Du solltest die Beste von uns sein. An diesem Tag am Waisenhaus konnte ich die Entschlossenheit und Freundlichkeit in deinen Augen sehen. Es gab mir Hoffnung für die Zukunft. Alles nur Lüge. Es war nichts anderes als ein mickriger Schleier der Täuschung. Du bist kein Mensch. Du bist ein Monster. Und ein Monster kann die Menschheit nur in das Verderben führen. Also hör gut zu, du feige Kreatur. Ich bin Emily. Ich bin der 27. Leiter der Gilde, der Tamer von Parum. Und an diesem Tag werde ich das Monster vor mir töten. Eine Hoffnung auf Gift nebenbei. Weil für den Fall, wenn ich sorgen muss. Okay, ich registriere jetzt erst wieder richtig die Musik. Okay, ich habe wieder Motivation getankt. Jetzt kann's losgehen! Tosch aus oder nicht? Los, vergifte! Okay, diesmal mache ich Kindeskip an Einlage. Die Musik so cool ist! Coole Musik! Du hast ein Schanzproblem, du kannst also jederzeit auswechseln. Ha! So easy! Tipppflanze. Wasser, Gegner. Da schaue ich direkt zu. Vergiftet, also Stalling. Irgendwann hat also keine Ausdauer mehr, auch wenn gezwitscht wird. Wenn er zum Beispiel sein Leben regenerieren kann. Ich habe den Vogel ausgeschaltet. Hm,
Solange es der einzige Selbstheiler ist, ist das kein Problem. Ja, so wird er nicht mehr rechnen. Also kann ich ruhig stallen bis zum Tod. Tja, du kannst nicht so viel Wasser regenerieren. Und irgendwann hast du keine Ausdauer mehr. Wenn du der einzige Heiler ist, der so effektiv verhindern kann. Ja, rein Psychotyp. Tja, Problem ist damit, ich deine Schwäche bin. Also, bye bye. Und time to die. Wenn Malus wieder Kampfgeist kriegt, ist es genau das Problem. Hat sogar. Muss dann nochmal gegen einen antreten. Hallo Mineral, loser Gegner. Ich werde dich zermalmen. Aber wenn man bedenkt, ich habe halt wirklich auch nicht mehr trainiert schon eine Weile. Was noch dazu? Halt, damit ich sich die ganze Charme gesammelt habe. Ah, ich habe nicht gemerkt, wie viel müde mein nächster Mann ist. Ich brauche ja nur 25, okay. Ich habe das mit dem vorigen Move vergessen, weil ich es ausgetauscht habe. So, und das müsste jetzt das Letzte sein. Und das seuche mich jetzt zu Tode. Also gesagt, die ganze Energie wieder zurück. Bis mein Gegner einfach ganz grausam stirbt. Der Vorteil ist, ich kann Ausdauer regenerieren, während der Gegner mit der Zeit immer schwächer wird. Und ich brauche einfach nur verwurzelt zu sein. Tja. Mein Gegner hatte echt Probleme. Es ist ein Wettrennen mit der Zeit gegen die Gegner. Na gut, ich kann es schneller machen. Aber ich will sehen, wie effektiv das Gift auf Dauer ist. Okay, ich glaube, ich bin wirklich böse in dem Fall. Vergifteter Gegner, der sich gerade noch so versucht am Leben zu halten. Ich versuche beenden, werde ich auch. Aber erstmal. Naja. Sollte die Musik genießen? Okay, shut up, Mew. Ich hab mich einfach wieder voll gestallt. Okay, ich bin voll.
Sie ist jetzt damit zu deiner Kette. Nee, keine Kette, das ist die Brille. Oh, Amelie. Bis ganz am Ende standest du auf meiner Seite. So ist die süße Menschlichkeit, die ich so retten sehne. Dieser lange und schmerzhafte Kampf muss beendet werden. Tu es, Vados. Zerschlage alles. Versenke den Himmel über uns. Zerschmettere genau diesen Berg. Die absolute Vernichtung von Miofan. Nichts anderes ist wichtig. Es kann keine Zukunft mit Miofan geben. Keine! Neutral Stimme. Verschwinde jetzt. Schlummere für immer in den dunklen Seiten der Geschichte. Und das Bild kennt man ja von Anfang. Höre auf meine Worte. Höre auf meine Worte, Königin der Monster. An diesem Tag werde ich das Schicksal der Welt entscheiden. Menschen, Nexomon, einer und nur einer von beiden wird aufblühen. Und der andere soll zu Staub verfallen und vom Wind verweht werden. Ich kann meinen Augen nicht glauben. Hat sie Vados gerade entwickelt? Welche Ruhe, Gewalt, welche absolute Boshaftigkeit, das Ende aller Zeit steht uns bevor. Amelie, das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Kannst du das nicht spüren? Wir müssen uns jetzt zurückziehen, der Kampf ist es nicht wert. Sei still, Edward! Unser Volk soll sich erheben, wenn sie fällt. Ich versuche halt, wenn mein Name genannt wird. Ja, das nicht immer zu sagen. Vernichte sie, Vados! Halte dich nicht zurück! Niemals! Interessant, das Feuer! Hahaha, sei nicht traurig. Dies ist nur ein Akt der Versehung. Nimm es voll und ganz an, König der Monster. Stirb mit deinem Lächeln. Und jetzt entwickelter Vados. Shit! Ich würde wo drauf gehen eigentlich. Das Feuer wird jetzt so übel. Bitte kein Feuer. Ja, genau das ist nicht wichtig. Hey, das ist nicht fair. Vados stellt seine eigene Gesundheit wieder her. Das spielt keine Rolle. Wir müssen ihn einfach immer und immer wieder zerschmettern. Nicht zögern, meine Herren. Vados kann das nicht ewig tun. Aber kann das auch nicht ewig tun. Wenn ich so Angriffe bekomme. Du kannst mich nicht töten, König der Monster. Fühle die Verzweiflung, mit der die Menschheit jahrtausendlang leben musste. Hm.
Solch eine lächerliche Kraft. Vielleicht warst du nie dazu bestimmt, Königin zu sein. Nichts weiter als ein hohler Titel. Viel schwieriger im Gedächtnis. Egal, wie oft wir ihn niederstrecken, war das regeneriert sich weiter. Es muss einen Weg geben, ihn für immer zu erledigen. Wir brauchen mehr Feuer. Wir brauchen... Mach diese Transformationsding nochmal, komm schon. Das ist doch ganz klar. Das ist das Einzige, was gegen Vardos funktionieren könnte. Du musst wieder zum Tyrannen des Süß werden. Kein Druck. Sieht aber immer wieder cool aus. Ja, das ist es endlich. Endlich taucht deine wahre Form wieder vor mir auf. Mir wird es gefallen, den richtigen Ich zu zerstören. Komm und versuch's. Versuche es so oft, wie du willst. Okay. Oh, ich bin, soweit ich weiß, immer noch auf dem Weg. Okay, jetzt viel weniger Damage. Seine Macht, das ist einfach zu viel. Es ist keine Möglichkeit, wir können diesen Kampf einfach nicht gewinnen. Meine Herren, du musst dich in Sicherheit bringen. Ich werde hier bleiben und dir Zeit verschaffen. Wir werden dein Überleben sichern. Hahaha. Haha. Höre auf, ihre schwachsinnigen Handlangern. Fliehe, solange du kannst. Deine erbärmliche wahre Gestalt kann mir, dem Schild der Menschheit, nichts mehr anhaben. Sag ich, ach, man kann das Böse niemals siegen. Paarum wird sich freuen, wenn du untergehst. 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 Neutral, meine Königin. Wie sind es, die Tyrannen, die dir treu dienen? Du musst uns eine zweite Chance geben. Jetzt sind wir gekommen, um dir in deinen dunkelsten Stunden zu helfen. Nivalis hält dir den Rücken frei. Mankemar wird dein Schwert sein. Eurus wird dein Flügel werden. Bolzen wird deine Augen sein. Petram wird dein Schild. Und Tikala wird dein Geist sein. Das ist es. Die Zeit ist gekommen. Dein Aufstieg. Sieh da, Vardos. Dies ist die reinste Form unserer Art. Die höchste Nexomon steht vor dir. Das höchste Nexomon steht vor dir. Lang lebe die Königin der Monster. Lang lebe Newfang.
Und sind theoretisch auch entwickelt. Und sind eher ein Wolf geworden. Ha. Oh Miofen, deine liebsten Tyranten sind nicht mehr als ein kleiner Kitz. Ein paar kleine Nervensägen, die mich nicht davon abhalten können, deine Rasse auszulöschen. Aber ich kann ihnen ihre Treue nicht absprechen. Solch eine brillante Ergebenheit zu ihrer Königin. Aber was für eine Art Königin bist du? Wir werden es herausfinden. Du kannst dich konzentrieren. Das ist unsere einzige Chance, weil das zu vernichten. Dir steht die. Dir stehen die anderen Tyranten zur Verfügung. Nutze sie weise. Du machst wohl Scherze, war das? Er hat das Gebiet. Sogar sein eigenes Element hat sich verändert. Er verändert das Gebiet zu seinem eigenen Vorteil. So, und hier. Ich habe ja meinen Starter nicht, also. Ich war doof, okay? Gib auf, abscheue Königin der Monster. Ich werde in Zukunft warten, nur noch verwüstet. Das soll mein Versprechen sein. Okay, er ist Gestein. Gestein werde ich mit Tiefenhals. Oh ja. Ich glaube hier wäre der Tetram gut. Hast du kein Schamgefühl? Dann findest du keine Reue für das, was deinesgleichen getan hat. Du schockierst mich, du widerst mich an. Es wird in deiner Zukunft keine Gnade geben. Der wird jetzt wahrscheinlich sowieso abkratzen. Du willst uns alle verdammen, du verachtenswerte Königin.
Ist aber schöne Muster. Nissan. Oh, sorry, Euros. Menschen und Nexomon, sie können niemals zusammen existieren. Sie werden einen Krieg nach dem anderen führen. Sie werden sich Jahrtausende lang gegenseitig verschlingen. Und das wird dein Vermächtnis sein. Es ist vorüber. Es ist endlich vorbei. Meine Herren, du bist siegreich, das oberste Nexomon. Lang lebe. Wir werden die ewige Herrscherin der Nexomon. Gab es keinen anderen Weg? Es ist dasselbe. Es ist wieder dasselbe. Absolut nicht. Du kannst doch Vardos nicht mit Omnicron vergleichen. Vardos war eine bösartige Kreatur, die uns nur das Verderben bringen wollte. Das klingt exakt wie Omnicron. Nichts als eine elegante Puppe, ein geistloser, makaberer und seelenloser Tyrant. Sein einziger Zweck in dieser Welt war es, eine Warnung für jeden zu sein, der sich ihr widersetzt. Und das war's. Ich stimme dir zu. Es gab nichts, was wir tun konnten. Tragisch. Sein Herz war am rechten Fleck, aber die arme Kreatur wurde von Emilys Wahnvorstellung geblendet. Wir sollten jetzt gehen. Diese Geschichte ist nun vorbei. Wir tun das einzig Richtige, um den Teufelskreis zu wenden. Etwas anderes machen, als man immer macht. Und immer wieder neu macht. Ja. Was machst du da? Was tust du? Sie belebt Vardos wieder? Warum? Warum machst du das, mein Herr? Herrin? Das ist keine Kreatur, mit der du diskutieren kannst. Dieses Monster kann man nicht überzeugen. Jede Art von Mitleid wäre an ihm verschwendet. Ich bitte dich, hör auf. Warte eine Sekunde. Ich glaube, ich habe es verstanden. Sie will... Und ihr dachtet, dass ich der Dumme bin. Von all den Dingen, die du hättest tun können. Warum das? Sie hat ihre Lebenskraft an deines gebunden. Da ist euer Schicksal nun ein und dasselbe. Du hast versucht, mich zu versklaven, so wie du es mit den anderen Tyranten getan hast. Die Tyranten wurde nach ihrem Wiederbeleben loyal gegenüber. Ja, also könnte das Gleiche vielleicht auch mit Vardos passieren. Törichte Königin, deine Magie wirkt nicht auf mir. Ich verbeuge mich nie vor dir. Und ich werde es auch niemals. Meiner Loyalität hat sich nicht geändert und das wird sie auch nie. Deine Gnade ist vergeblich. Ich gehöre nur der Menschheit. Mein Auftrag ist dasselbe wie zuvor. Und das ist auch der Wunsch deiner Königin. Ist das denn nicht offensichtlich? Du und sie teilt beide den gleichen Frieden. Deshalb hat sie auch nichts in deinem Dickschädel geändert. Du redest Unsinn, eine elegante Täuschung. Ich werde nicht, ich kann nicht. Es ist gut, Vardos. Tu, was sie sagt. Siehst du jetzt auf der Seite von ihr
Emily, du! Mir ist es egal, ob du mich erschaffen hast. Ich werde dir trotzdem, wenn ich das muss. Hm. Wie trotzdem fragst du es? Mir zu schaden, war das? Ich werde dir kein Mitleid ersparen. Alles, was Paaren bedroht wird, bekämpft. Das ist mein Eid. Dann ist es entschieden. Ich habe dich so konstruiert, dass du mir gehorchst. Und doch stehst du hier und drohst mich zu vernichten. Ich bin nicht mehr deine Meisterin. Nein, jemand anderes hat deine Seele in dessen Eigentum. Also was auch immer gerade in deinem Herzen vor sich geht. Es ist das Werk von mir von selbst, deiner neuen Königin. Nein, nein! Ich kann nicht, nein. Was hast du mir angetan? Mirfan, antworte mir. Ich glaube, was sie allen Tyrannen angetan hat, sie hat dir eine zweite Chance gegeben. Welcome up aboard. War das? Ich denke mal, soll heißen Willkommen an Bord. Weil, ja, dein Wortstab war ich halt gerade zu sehr. Sei leise, sei leise, sei leise. Es sagte doch niemand was. Ah. Gute Arbeit. Was kann schon schief gehen, wenn Vardos eine Nervenzusammenbruch beschert? Gib ihm Zeit. Seine gesamte Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Er wird zur Besinnung kommen und dann wirst du einen wertvollen Verbündeten besitzen. Du solltest für deine Monumente Idiotie bezahlen, Emily. Deine Verbrechen gegen meine Könige werden nicht übersehen. Das Exil wartet auf dich. Verwandle mich, wenn du musst. Ich bereue nichts. Du Narr. Ich habe die Kraft verloren, sie aufzuhalten. Die Welt ist nur in ihrer Gnade ausgeliefert. In guten wie in schlechten Zeiten. Warte. Kannst du mich befördern, bevor du verbannt wirst? Ich kann nicht glauben, dass du immer noch ein Bronzethema bist. Oh Mann. Hey, jetzt hast du es geschafft. Endlich wird unsere Welt in guten Händen sein. Danke, Königin Monster. Und auch bei dir bedanke ich mich. Hm? Was? Warum schaut ihr mich alle an? Sag schon! Können wir es jetzt endlich tun, das Ding da? Ja, was auch immer. Lass den Abstand laufen. Thank you.
Die Artworks sind einfach so cool. Ich genieße es parallel. Ich genieße das immer wieder. Und da sind wir als Omnisan. Ein Einspieler auf Omnicron. Viele Jahrhunderte später, unbekannter Ort. Dies ist die Geschichte unserer Königin. So gewann sie ihren größten Verbündeten, Vardoth. Und gemeinsam haben sie die strahlende Zukunft geschmiedet, der wir gerade jetzt leben. Gibt's Fragen? Was ist mit der Katze passiert? Ich weiß es nicht. Niemand fragt wirklich nach Kokoa oder wie auch immer sein Name war. Stimmt es, dass Mirven ihren ersten Auftraggeber in einen Lochfalle ließ? Was? Das habe ich noch gar nicht. Wo hast du diese Dinge gehört? Ich kann nicht glauben, dass war das eins der Böse war. Ja, ist ja cool. Jetzt das coolste nächste Mal überhaupt nach Königin Miofen natürlich. Nie zuvor war es so friedlich auf der Welt und das haben wir euch beiden zu verdanken. Dieser Frieden kann jedoch von kurzer Dauer sein, weshalb wir uns um eine neue Generation an Tämmern bemühen müssen, um das Vermächtnis unserer Königin zu schützen. Echt? Aber so gut sind wir nicht. Haha, macht euch keine Sorgen, Kinder. Es gibt ein Sprichwort, das von Generation zu Generation weitergehen wird. Wenn du der stärkste Tämmer werden möchtest, musst du einfach eine Sternschnuppe finden und fangen. Fragen. Danke, dass du unser Spiel gespielt hast. Wir hoffen, dich in der Fortsetzung wiederzusehen. Cocoa? Once upon a time, our planet was torn asunder in a war between humans and Nexamon. But right on the brink of extinction, the Queen of Monsters was reborn to challenge the Wheel of Fate and to save our future. Upon your ascension, our world has finally begun to heal. This is the realm that you have fought for. This is the fruit of all your countless adventures. Welcome to the new world of Nexamon. This is your legacy. Ja, Titelbild. Hat sich eigentlich nichts verändert? Mal sehen, was der Einstieg dazu sagt. Willkommen zurück. Gewagte Aktion, was du gemacht hast. Wurde mir erzählt, war das auf deine Seite zu bringen. Das ist bemerkenswert. Wo ist war das jetzt? Ich weiß nicht, wo er sich aufhält, aber war das ist eine vernünftige Kreatur. Ihr beide werdet sicher toll Verbündete werden. Ich würde mir um ihn keine Sorgen machen. Ich würde mir definitiv Sorgen machen. Emily wird seitdem vermisst, also werde ich die Gilde während ihrer Abwesenheit übernehmen. Fürs Erste muss ich mich entschuldigen. Kann ich
Ich habe eine Menge Papierkram, die wie nach deinem Wunsch die Abtrünnigen zu begnadigen. Wir sehen uns nachher, Großmeister. Jufan, oder besser, Königin der Monster. Das kleine Geheimnis sollten wir besser eine Weile vor uns behalten. Jufan, es ist Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Was? Schau mich nicht so an. Das böte sich besser an als Quest, wenn es dein Ziel ist, die Welt zu verbessern. Du bist nach wie vor ein Teil meiner Gilde. Und wenn wir auf deiner Reise mit dir begegnen, geh nicht so hart mit ihr um. Sie hatte stets nur das Beste für die Welt im Kopf. Bin ich der Einzige, der besorgt ist, dass diese Frau vermisst ist. Wir müssen sie finden. Tutoi, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Hauptgeschichte. Aber dein Abenteuer sind noch lange nicht vorbei. Viele Nebenquests sind nur verfügbar, damit du alle legendären nächste Mal fangen kannst. Eine gute Möglichkeit, damit zu beginnen, ist, mit den Personen in diesem Gebäude zu sprechen. Viel Glück, Königin der Monster. Hier ist Solus, das bist du, ist in dein Team aufgenommen worden. Natürlich. Also, uns kurz zu halten. Ich mache allgemein Schluss. Werde das Team halt wieder mein Starter hinzufügen, weil es wurde ja einfach rausgekickt. Ich muss dann wieder neu verteilen dann. Und ja. Werde auch sprechen, also ich werde wahrscheinlich auch so oder so den PC mal aufräumen müssen. Halt. Ich werde wahrscheinlich dann auch mehr schneiden und so weiter. Also ich muss wirklich, ich sag mal, so aktiver werden oder so lange erstmal ein anderes Projekt bringen, was ich dann aufnehmen kann. Aber allgemein habe ich halt einige Probleme erstmal, okay? In dem Game. Weil in letzter Zeit bin ich ja immer so kurzfristig halt an den Aufnahmen gegangen wie heute. Und ja. Genau das ist das Problem. Dadurch kann ich nicht viel schneiden. Und kann auch nicht lange aufnehmen. Also, bis zum nächsten Mal.